unberührt von Menschenhand. So sieht die Natur nur noch an wenigen Orten in Europa aus. Das soll sich aber ändern. Nicht nur, indem die Natur geschützt wird, sondern auch, indem zerstörte Lebensräume wiederhergestellt werden. Wo sich Menschen zurückziehen, können sich Pflanzen und Tiere wieder ausbreiten. Und wie wichtig das ist, das hat gerade erst eine Studie gezeigt, wonach jede fünfte Art auf unserem Kontinent vom Aussterben bedroht ist. Die Europäische Union will die Natur nun sogar per Gesetz besser schützen. Lange hatte man darum gestritten, heute gab es eine Einigung. Wie ehrgeizig die ist oder nicht, Christian Feld. So viel Natur, so viel Wasser. Doch der oberflächliche Blick auf das Idyll dieser niederländischen Moorlandschaft reicht dem Geologen Gilles Erkens nicht. Er bohrt tiefer. Das ist alles CO2, das hier seit Tausenden von Jahren gespeichert ist und sich langsam im Untergrund ansammelt. Alle Moore der Welt sind also Kohlenstoffspeicher, aber wenn man die nutzt, kann sie leicht zu einer Kohlenstoffquelle werden. Nutzen, das bedeutet zum Beispiel Torfabbau wie hier in Niedersachsen. Die EU will genau das Gegenteil, zurück zum ursprünglichen Moor und nicht nur das. 81% der natürlichen Lebensräume sind laut EU in einem schlechten Zustand. Helfen soll ein neues Gesetz. Gestern Nacht in Brüssel Durchbruch bei der Kompromisssuche. Es ist das erste Gesetz in Europa, das die Natur nicht nur schützt, sondern auch wiederherstellt. Wir wissen, dass wir jedes Jahr sehr viele Arten und Lebensräume verlieren. Das Ziel bis 2030 auf 20% der Land- und Seeflächen sollen Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zum Beispiel Wälder aufforsten, Moore wieder vernässen oder in Städten Bäume pflanzen. Landwirten wie Jaap Schrepp haben die EU-Pläne vor allem Sorgen gemacht. Das Gras für seine Milchkühe wächst auf entwässerten Torfböden. Müssen die bald für den Klima- und Naturschutz teilweise anders genutzt werden? An der Seite der Landwirte sehen sich die Christdemokraten im EU-Parlament. Widerstand gegen einen Teil des EU-Klimaschutzpaketes, ein Prestigeprojekt von Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin und selbst Christdemokratin. Jetzt, nach dem gefundenen Kompromiss, heißt es: Es wird keine zwangsweise Stilllegung von landwirtschaftlich genutzten Flächen geben. Damit haben wir die Ernährungssicherung in Europa sichergestellt. Es wird kein Landwirt gezwungen, wenn er auf trockengelegten Mooren wirtschaftet, diese wieder zu vernässen. Im Kampf für Artenvielfalt und intakte Lebensräume ist Umweltverbänden der Gesetzestext nicht ambitioniert, nicht konkret genug. Ursprünglich wurden einfach fixe Ziele in den Entwurf reingeschrieben und das wurde immer mehr verwässert. Immerhin, das finale Grün für das Gesetz ist am Horizont in Sicht. Nur noch eine letzte Abstimmung im Parlament und bei den Mitgliedstaaten. Zwischenzeitlich hatte ein Scheitern gedroht.